Ich mach Shift. Mit Shift findet er ja seinen eigenen Weg. Okay. Ja, sicherlich. Dann kann ich ihn ja eigentlich wieder wegschicken. Wie viele? 88. Hat er voll gemacht oder was? Ja, hat er so ziemlich voll gemacht. Das hier ist eigentlich auch nicht nötig, ne? Warum? Ich habe ja noch ein Kabel. Da können wir ruhig 50 machen. 50 wird reichen, ne? Wenn hier ist 50, dann aktiviere dich. Genau. Dann haben wir jetzt hier eine verbesserte Version. Ich muss mir merken, dass die hier oben steht. Ja, wurde alles kaputt gemacht, ich weiß. Konstruktionsroboter haben wir 12. Das reicht uns auch. Oh, hier rennen sie voll rein. Achso, ja, weil hier offen ist. Das Problem ist hier, dass nicht nur offen ist, sondern auch kein Platz für Lasertürme. Und deswegen kommen die hier rein. Was wir natürlich nicht wollen. Deswegen muss ich hier mal ganz kurz den ein oder anderen Laserturm extra hinstellen. Dann ist das nämlich vorbei. Und der macht jetzt hier Platz. Sobald er leer ist, kann er sich verabschieden. Ich mache das hier aber nochmal weg, bis der Posten fertig ist, ne? Ja, genau. Mache dich fort, mein Freund. Dafür kann er jetzt hierher kommen. Ja, hier komm. Komm zu mir und dann Geseher. Wunderbar, das Hammer. Dann können wir jetzt mal hier hinbauen. Aber nicht das, sondern meine Abbaufreunde hier. Wo seid ihr denn? Hallo. Da. Wie weit machen wir denn? So weit. Können wir eins weitermachen? Hier, dann sind wir auf Nummer sicher. Gucken. Ich weiß auch nicht, ob man dann nicht vielleicht. Werden wir bestimmt auch wieder blaues Band brauchen. Bin ich mir schon relativ sicher. Okay, wie viele Linien sind das? Oh, jetzt reicht das nicht. Hier, die fehlen. Na, die mache ich dann gleich persönlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wie ich mir gedacht habe. 7 Stück. Das sind nicht so viele. Will ich denn doch vielleicht bloß Innenbahnhof machen? Nee, will ich nicht. Ich will, dass hier richtig schön Kohle rauskommt. Von daher, jetzt hier bitte in die andere Richtung auch nochmal. Können wir oben anfangen. Ja. Pff. Mach mal extra dann, ne? Ja, da. Das passt jetzt nicht mit den Strommasten, ne? Da stehen jetzt ein paar Strommasten dann extra. Aber das ist nicht so schlimm. Was ich hingegen sehe, ist, dass ich die Bänder umdrehen muss. Mindestens zwei. Huch, was war denn das? Was habe ich denn hier fabriziert? Mir ist auch egal, weil hier passiert nichts mehr, ne? Das untere ist. Das ist bloß ein Sechser in der Richtung. Ja, aber das soll uns auch reichen. Ja, dann gib mir mal hier das Zeug her. Ne? Können wir gleich mal ordentlich hinsetzen. Genau. Schwupp und weg. Okay, der baut auch sofort ab. So, was wollte ich jetzt gesagt haben und nie gelogen haben? Hier kann umgedreht werden. Hier habe ich ihn freigelassen. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Dann sehe ich wenigstens, wo ich. Ich habe kein rotes Band, okay? Ich habe kein rotes Band. Gibt's denn sowas? Ja, komm, gib her. Ich hatte noch rotes Band. Ich habe bloß nee, gescheut hingeguckt. Naja, so ist das auch manchmal. Manchmal sieht man es nicht so richtig. So, machen wir hier. Dann hier. Ich will einfach bloß nicht so, dass das re relativ rechts-links gleichmäßig ist, wie immer, ne? Kennt man ja schon. Ja, dafür brauche ich noch ein bisschen was, wenn ich das so sehe. Hier ist eh noch nie alles da, was ich gerne hätte. Ja, komm. So, rechts, links. Ja, nächste Forschung. Klar, mehr Bergbauproduktivität, bitte.
Ja, wir brauchen hier noch viel mehr Zeug. Holen wir uns mal schnell. Wir haben ja noch ein bisschen was. Ist ja nicht wie bei armen Leute hier. Ja, hier, komm. Gib alles her. Rück alles raus. Genau, sehr gut. Jetzt ist die Frage, brauchen wir hier überhaupt blaues Band? Ich weiß es noch nicht, das werden wir dann gleich sehen. Was wir auf jeden Fall brauchen... Ach so, ja, genau. Innen rechts, innen links, genau. Wie ich das mal haben wollte. Ich war gerade am Überlegen. Das sieht irgendwie komisch aus. Aber das ist richtig. Was wir jetzt hier brauchen, was ist denn das? Das ist ein 8-7er. Nee. Oh, doch, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja. 8-7. 8-7 ist richtig, mein Freund. Jetzt ist die Frage, wohin mit dem Klavier? Theoretisch müsste der hier unten irgendwo hin. Warte mal. Nee, doch. Ja, 7 rein, 8 raus, passt. Och, das ist aber 8 rein, 7 raus, ne? Das ist ja gar nicht richtig. Warte mal hier. 7, 8. So sieht's aus. Genau. Mach den mal hier hin. 7, 8. Auf die andere Seite brauchen wir bloß 6, 8. Also hier ist noch so ein halber, aber dann... Den zählen wir gar nicht mit. Hier habe ich mir ein bisschen wenig Platz gelassen, wenn ich das so sehe. Hier brauchen wir bloß einen 6-8er. Ja, 6-8. Noch weniger. Ja, können wir. Nochmal. Ja. Mach den ruhig hier oben hin. Der kann ja dann hier ein bisschen runterlaufen. Ich muss das mal, muss da mal gucken, wie ich das am besten veranstalte. Jetzt haben wir hier die ganzen Dinger. Ich schließe die erste mal rot an. Obwohl eigentlich nicht, oder? Jetzt habe ich die ganzen blauen Dinger mit. Soll ich sie eigentlich auch nehmen, ne? Wäre ganz gut. Ja. Es kommt ja irgendwann noch mehr Bergbauproduktivität. Da ist es ja jetzt hier nicht verkehrt. Bis wohin habe ich gemacht? Ungefähr hier. So. Wunderbar. Da rein mit dem Teil. Hier dasselbe. Wo habe ich hier angefangen? Hier. Blau. Runter und da rein. Was ich jetzt hier oben mit denen mache, weiß ich noch nie genau. Das muss ich mir dann später angucken, wenn das hier schon mal läuft. Das kann ja noch mal ganz kurz dauern, bis das hier anfängt zu laufen. Das wird jetzt hier nicht synchron oder hübsch, aber es funktioniert. Ja, da gab es auch in den Kommentaren ein paar Anmerkungen, wie man Zeug wo noch hätte effektiver lösen können. Was natürlich stimmt. Ich mache hier das ja nie unbedingt super effektiv. Aber immerhin funktionell. Und das ist schon mal ganz gut. So, das haben wir. Jetzt ist die Frage, was mache ich mit dir? Also hier muss ein Bahnhof hin, ne? Dabei ist im Arsch schon mal kein Faden ab. Ich hätte zwar einen gehabt. Sag mal hier Bahnhof. Dann haben wir hier Zug. Hier haben wir auch Zug, hier haben wir Zug, hier haben wir Zug und hier haben wir Zug. Und dann haben wir hier noch einen Zug. Ich habe keinen Sprit für den Zug mit, oder? Habe ich nicht Sprit mit? Ein bisschen, okay. Nicht zu viel, so. Und das hier könnte zu eng... Das ist zu eng. Ja, das ist ja wunderbar, wie ich mir das hier wieder überlegt habe. Kann nicht abgebaut werden, warum? Was los, mein Freund? Hier. Da, der hin. Der hier kommt auch weg. Da kommt nämlich jetzt ein Folgeding hin. Da kommt auch ein Folgeding hin. Okay, hier ist... Muss nochmal weg kurz. Die ist nicht ganz richtig. Ich muss den Bahnhof doch ins Hoch setzen. Ist jetzt auch nicht so schlimm, aber naja. So, erster Zug steht klein. Dann können wir die Beladung hier schon mal vornehmen. Ach ja, ich habe wieder an die aufgepasst. Ne, ich hatte doch extra gesagt. Ja, mache ich hier schön doppelseitig. Da hätte ich vielleicht rechts auch ein bisschen Platz lassen sollen. Okay, das überlege ich mir gleich nochmal. Hier schießt ja jetzt gerade eh keiner rum. Weil er keine Munition mehr hat.
Das hier ist hier, komm. Oh, das war ganz schlau. Ja, hier, nimm. Hallo? Nimm doch einen neuen, bitte. Danke sehr. Gut. So, also wir brauchen den Platz hier in jedem Falle für uns. Na, hierbei ist dabei, ist die Maus keinen Faden ab. Weil hier ja Beladeding hinkommt, kann ich mir schon mal schnappen. Von hier eigentlich, ne? Hier ist doch. Genau, das ist das Beladeding. Warte mal, das habe ich, oder? Das ist das, was ich hab. Wo ist es? Hier. Wo ist es denn? Habe ich das echt nicht mehr? Doch, hier. Jetzt sehe ich nicht. Ja, das ist schon das Neue. Habe ich doch. Ist doch wunderbar. Hier, beladen bitte. Stopf rein, genau. Und hier Stopf raus. Stopf auch rein. Keine Kisten, keine Greifarme. Das ist alles ganz toll. Keine Kisten ist natürlich ein Problem. Was sind denn das? Stahlkisten. Ja, da habe ich auf jeden Fall nicht genug mit. Ich bräuchte 48 Stahlkisten. Wo soll ich die hernehmen? Oh, hier ist ein bisschen was. Das könnte klappen. Ja, das klappt auch. Für 48 wird es reichen. Was noch fehlt, sind Greifarme. Da haben wir auch welche mit. Das sollte hoffentlich dann auch reichen. Der hier fehlt noch. Also zwei davon. Nee, inner bloß. Der hier oben muss nicht sein. Der kann weg. Das wird mit hier unten drüber gesteuert, über den hier. Das tue ich dann das Signal rüberschleifen. Muss ich gleich mal überlegen. Erstmal brauchen wir den einen nicht. Was ist das? Ein arithmetischer, glaube. Gut, der kriegt erstmal das Signal von der Kiste. Hier in der Kiste. Geht damit drauf. Das heißt, der verwaltet jetzt alle. Das heißt, hier muss nicht mehr 24 sein, sondern 48. Weil er jetzt alle verwaltet und der Ausgang hier. Jetzt ist hier die Frage, wo. Der müsste hier auf das Ding und dann da hoch. Der hier kann mal weg, der ist irgendwie doppelt oder dreifach. Auch grünes Kabel. Der Ausgang hier. Kann bis hierhin. Direkt. Okay, dann sind sie jetzt alle angeschlossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Richtig. Okay, wir brauchen. Ich muss das jetzt hier mal legen. Der hier als erstes. Das wird jetzt hier ein bisschen komisch. Weil der muss hier hin. Und dann hier hoch. Na, das ist ein bisschen wert. Der hier lang und hier runter. Das funktioniert. Aber es ist cool, dann ist nämlich der erste Teil hier schon fertig und kann dann quasi schon liefern, dass wir auch wirklich genug Kohle haben für alles. Dann mache ich als nächstes echt den Wartebahnhof für die Kohle. Ich weiß noch nicht, wie ich den steuern werde. Das wird ein Problem, den Wartebahnhof zu steuern. Muss ich mir nochmal überlegen, wie ich das am besten dann regel. Jetzt ist hier nicht voll das Teil. Das ist halt 6 auf 8, na, das funktioniert nie ganz. Deswegen ist hier auch noch frei, aber das macht nichts, weil die kommen ja auch noch. So, wo macht ihr lang? Habe ich mir noch nie überlegt. Also, ihr müsst auf jeden Fall darüber. Reicht das, wenn ich euch hier durchtunnel? Nee, das geht nicht weit genug. Das geht so nicht. Das heißt, ihr müsst eh hier oben irgendwie lang. Hier so. Gut, das können wir schon mal legen. Wupp, nie so weit, danke. Wobei, ich brauche es eigentlich nie so weit zu legen, weil ich ja weit genug mit den Tunneln reiche und da kann ich mir so ein bisschen Band sparen, wenn ich die Tunnel dafür nehme. Dann reicht es nämlich vielleicht dann noch für die andere Seite. Was ja ohne ganz verkehrt wäre. Ich habe bloß eine 10 Tunnel. Ach stimmt, das war ja eh das, wo ich gesagt habe, das reicht doch nie. Und der sollte recht behalten. Es reichte auch nicht. Für die hier reicht's nochmal. Die brauchen nämlich 8 plus. Das heißt, ich muss eh nochmal heben und holen fahren. Ist das jetzt nicht ganz so schlimm? Na, hier lang.
Hier fehlen auch noch Kisten, warte mal. Ach ja, hier, einfach bauen. Einfach bauen. Die drei Kisten dahin zu bauen, soll ja jetzt nie das. Daran soll es ja jetzt nicht scheitern. Genau. Die können jetzt auch mitarbeiten. Die Schaltung funktioniert auch. Perfekt. Genau. Das letzte Teil noch, dann machen wir die Verteidigung entsprechend. Dann haben wir jetzt hier endlich auch mal einen Bahnhof, der hübsch doppelseitig beladen wird. Das verringert die Zeit, die sie hier rumstehen und sich beladen lassen, deutlich. Was jetzt hier der Hauptsinn ist. Was wir aber auch sehen, ist, hier kommt, weiß Gott, nicht genug an. Hier wurde einfach nie genug abgebaut. Das Ding ist zu klein dafür. Der Posten. Zumindest die rechte Seite. Die linke Seite hat, glaube ich, dann ein bisschen mehr Bums. Na, hier ist doch einiges an Platz noch. Gut, gut, gut. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt hier die Verteidigung erstmal wieder hinsetzen. Ja, die läuft jetzt so hier lang. Ich setze die jetzt einfach per Hand so ein bisschen. Ach ja. Ach ja, ja. Wait a second. Hier lang. Muss die. Das habe ich komplett vergessen. Dass wir ja hier das Problem haben mit dem, den Schienen, die uns im Weg sind. Ja, der muss weg, der muss weg. Hier fehlt ein bisschen Strom, den holen wir uns noch ganz kurz. Irgendwoher, sag mal, ja, daher. Gut, jetzt die Schienen. Die Schienen sind halt ein Problem. Ich muss ja jetzt hier einen Wartebahnhof hinbauen. Theoretisch gar nicht so schlecht. Warte mal, warte mal. Da können wir hier das mal wegreißen. Dann haben wir nämlich hier schon mal ein Stück Wartebahnhof. Das wir einfach so nutzen können. Mehr als, naja, 4 Züge, ne, würde ich sagen, müssten hier hin. Und das hier brauchen wir ohne mehr. Weg, weg damit. 4 Züge. Die Idee, die ich jetzt gerade hatte, war hier. Machen hier lang. Dann rechts. Jetzt müssen wir natürlich hier das Strauchzeug mal wegnehmen. Ja, nur Felsen, danke. Nimm mal hier das Gebusch, den Busch weg. Ach ja, dann muss eher rum. Ganz vergessen, dass da ja dann die Verteidigung schon anfängt. So, hier rum. Hier rum. Und dann brauchen wir jetzt hier eigentlich eine Kurve. Oh, das geht. Oh, das geht. Das geht nicht. Ah, verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Das geht nicht, weil ich nicht hier hinkomme, wo ich hin muss. Na, wo der steht. Ich muss ja irgendwie hier hin. Mach das nochmal weg. Ich probiere mal was anderes. So, hier. Ich mach Shift. Mit Shift findet er ja seinen eigenen Weg. Okay. Yeah, sicherlich. Würde so gehen. So ist doch nicht schlecht. Machen wir so. Bop, bop, bop. Wunderbar. Okay, das geht. Das ist gut. Ja, dann hier so ein Teil hin. Dann können wir jetzt hier den nächsten Zug hinklatschen. So grob. Als Richtwert. Oh, da werden 4 hinpassen. Das sehe ich jetzt schon. Das ist perfekt. Das ist ja quasi genau das, was ich haben wollte. Das sind 2. Und die anderen beiden sind die hier hinten. Die da. Nee, warte. Hier, die vom Eisenposten. Die können das machen. Die gehören jetzt gleich zum Kohleposten. Ich muss das hier bloß erstmal für den richtig einstellen. Dann sollte das funktionieren. Ja, warte mal. Du bist Kohle irgendwas. Habe ich Kohle schon irgendwo? Ja, Kohleposten 1. Du bist jetzt Kohleposten 2.2. Kohleposten 2.2, dankeschön. Du gehörst zu Kohleposten 2.2. Wo ist denn? Ja, Kohleposten 2.2, bis dein Inventar voll ist und dann gehst du Kohle ausladen. Ja, also mehr ist ja im Moment noch nicht. Wo auch immer das jetzt wieder ist. Kohle ausladen.
Hallo? Hallo? Kohleabfall. Ne, das ist wieder was anderes. Hier, Kohle ausladen. Bis Inventar leer. Genau. Das ist es. Den hier mal kopieren. Und einfügen. Das müssen wir jetzt bei denen da hinten auch machen. Einfügen. Hat er das jetzt gemacht? Ja, hat er gemacht. Na gut. Und hier auch. Bup, einfügen. Problem ist... Ja, Kohleposten 2.2 bist du gerade nicht, ne? Hier, mach mal los. Und du auch. Danke sehr. Die kommen jetzt hierher und wollen dann hier hin. Deswegen muss ich jetzt gleich mal die Signale anbringen. Das ist das hier nicht ideal. Warte mal. Muss mal gucken, wo das dann endet. Den hier kann ich schon mal Zeug geben. Dann können die nämlich auch schon mal Zeug wegschaffen. Jetzt ist die Frage, brauche ich echt 4 Züge, wenn dann nicht so viel bei rumkommt? So viel wurde ja nie abgebaut. Ich meine, ich erhöhe ja dann gleich nochmal Dingsbums, sag schon, die Bergbaueffizienz. Dann wird da ja vielleicht wieder ein bisschen mehr abgebaut. So hundertprozentig ist das halt auch, ne. So, du, auf die Plätze, fertig, los. Du auch, auf die Plätze, fertig, los. Okay, wunderbar. Ja, das passt. Das ist schon richtig hier. Was jetzt interessant ist, ist halt, ich den hier hinsetze. Das bringt nichts. Okay, gut. Das ist schon so richtig, wie es ist. Jetzt ist die Frage, wo ich den letzten Zug hinstelle. Weiß ich nicht. Aber wir machen jetzt hier schon mal den Laden dicht, dass die Verteidigung wieder steht. Das schadet ja erstmal nicht. Verteidigung immer ganz gut. Hier weg, da. Ja, einen hierhin. Strom auch dahin. Und zu bauen dahin. Okay. Hier ist jetzt gar keiner mehr. Ja, bauen den da rein. Die ganzen Bahnhöfe müssen jetzt dann irgendwie gesteuert werden. Wie gesagt, ich mache dann noch einen Wartebahnhof hin. Was sind jetzt hier? Willst denn du hin? So umdrehen, oder was? Was ist mit dir los? Wieso stehst denn du da? Weil hier dicht... Na, ich da kenn... Manchmal, ne? Manchmal. Jetzt ist die Frage, hier nochmal die beladen mit Kohle für den Fall der Fälle. Wie gesagt, die können ja auch mit Kohle fahren, ne? Das macht ja keinen Unterschied. Da gehen die ja nicht kaputt bei. So, hier, dann kann der da Kohle reinladen. Ich glaube, der kann da jetzt Kohle greifen. Und ja, endlich hier, Moment. Machen wir hier mal so ein Teil hin. Wupp. Das hier so ein bisschen was lang macht. Dass egal was da passiert, immer Kohle da ist für die Züge. Dann fahren die halt mit Kohle und nicht mit Raketentreibstoff. Ist für die jetzt nicht ganz so schlimm. Vorerst zumindest. Ich kann das ja irgendwann nochmal ändern. Wenn ich den Wartebahnhof fertig habe. Gut, die Seite funktioniert. Ich müsste jetzt heim, ne? Scotty, bring mich mal heim. Dann können wir auch gleich Zeug holen. Kann ich heim? Ich würde, hier steht alles. Ja, hier steht auch alles. Das ist gar nicht so einfach mit dem Heimkommen. Weil hier ich vergessen habe, ein Signal zu setzen. Ach, ganz großes Kino wieder. Passiert mir aber auch jedes Mal, ne? Irgendwo, dass es stecken bleibt und dann weitergeht. Ah ja. Hier funktioniert es tatsächlich noch, weil... Ach, der macht jetzt... Ah ja, ja, die nehmen sich jetzt einen Umweg, deswegen. Das finde ich schon mal ganz gut. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, und macht diese Navi nicht möglich ran an den Laden. Wupp. Und hier ist dann jetzt Schluss. Danke sehr.
Ja, hier steht wieder alles. Alles wieder zum Stocken gekommen. Alles nur wegen dem einen Signal, ey. Hat so ein Signal ausmacht. Upp, so. Der Kollege fährt hier nämlich jetzt hier rein. Wie das auch sein soll. Genau. Der fährt dahin. Die fahren jetzt alle ihre Runden. Wie sie auch sollen. Ja, genau. Die wollen jetzt alle hier Kohle abliefern.